Ja, liebe Leute, es ist geil, wenn man beim Blackspot direkt der Erste ist, der stirbt. Weil ein Typ nämlich schon bei B ist, obwohl das Spiel gerade erst angefangen hat. Nein, das Spiel läuft doch schon. Ja, okay. Trotzdem ist es doch schon. Ich habe auch schon 5000 Punkte. Ey, du hast aber trotzdem eine Referenz da drin. Ich weiß aber nicht woher. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe wirklich keine Ahnung warum. Peter, ich wackel deinen Arm. Und erzeugt Schwingungen, die eine Interferenz produzieren? Jimmy, naja, wenn der Arm, die Physik wenn, warum? Nein, das wenn war der Arm, ja, kann durchaus sein. Wenn der Arm wackelt in der Spinne, why not? Klar kann das sein, aber eigentlich, ne? Ja gut, was eigentlich ist und was nicht, ne? Och, Junge. Schieb dir dein Scharfschützengewehr doch rektal in Gedöns. Das ist so richtig dein Spiel heute, wa? Alter, nein, das ist einfach so eine... Die ganzen Teams regen mich auf. Jedes Mal, wenn wir mit irgendwem spielen, Objective ist hier vollkommen fehl am Platze. Wir spielen schlecht und haben dann noch irgendwie was zu meckern. Alter, guck dir das mal an. Die haben das zehnfach, über das zehnfach an Punkten von uns. Ja, das ist vollkommen richtig. Ja, und bei eben Objective, wo ich hinrenne, fliegt mir direkt die Scheiße um die Ohren. Bin ich langsam echt nervig. Naja. Ist halt ein Scheißspiel, kann man nichts machen, ne? Wie Kinder. Kannst du sagen, was du willst. Aber ein Cheat, weil das nicht, Game, weil das nicht hinkriegt, trotz seit wochenlangem Release oder Monat, ich weiß gar nicht, wie lange läuft der Spaß schon, nicht mal irgendwie vernünftig Hacker zu bannen, das ist auch schon viel wert. Nur eine Alpha, ja? Ist doch eine Beta, oder nicht? Meine ich doch. Ja, ist aber auch eine schlechte Ausrede, auch da kannst du Cheater bannen, ja? Willst du nur Geld mit dem Spiel verdienen, oder nicht? Ja, aber wenn selbst so Spiele wie PUBG und so weiter und so fort, ja, wenn du ein paar Cheater hast, müssen. Ja, aber nicht, wenn du in jedem Match immer Cheater hast. Ja, aber du weißt auch gerade ein bisschen sehr viel. Naja, es geht aber ums Prinzip. Wenn du willst, dass du ein Spiel hast, wo Player irgendwann spielen, dann sorgst du... Ja, du weißt trotzdem Cheater, gerade ein bisschen, ne? Sehr viel. Ja, das mag ja so sein. So viele Cheater sind gar nicht da. Es ist dann nur das Problem, dass es immer mehr oder weniger dasselbe ist, den wir im Team oder im Match haben. Das ist was anderes. Das könnte man mit einem Easy-Bun auch beheben. Ja. Auch wenn das heißt, dass ich crye, aber ja, in dem Fall heule ich wirklich rum. Jetzt mal auf den Sack. Ja gut, aber wenn es jetzt drei Mann sind, die cheaten, jetzt mal angenommen, dann ist es okay. Juggernaut, Juggernaut, Juggernaut auf E. Und ich werde von Nostalgia getötet. Der von mal auf E rein, nicht auf E, B. Okay. Also okay, ist das ich nicht die Punkte nie mehr auf diese dummen. Ne? Schau mal, noch tot. Es gibt's nicht, dass diese scheiß Claymore den nicht mal killt. Braucht ihr nicht auch ein paar Sekunden, um aktiviert zu werden? Ja, eigentlich vielleicht noch nicht mal eine Sekunde. Aber tatsächlich eine Frage, weil ich weiß. Ja, eigentlich nicht. Naja, was soll's. Hör doch auf. Ach, nur Flachwichser in diesem Team. Wie kann man sich eigentlich auslassen über irgendwas und dann selber null Objective-Punkte haben? Ich habe auch nur 29, weil ich zu keinem verschönerten Objective hinkomme. Ja, aber du hast auch nicht die Fresse offen. Das stimmt. Aber ich habe es nicht einmal geschafft, irgendwie zu A zu kommen oder zu B oder überhaupt irgendwo hin. Gehst du auch nach A? Ich will dich ja noch nicht mal ärgern, aber ich bin jetzt ohne Witz fast jedes Mal, wenn ich nach A kommen wollte, nach A durchgekommen. Ich glaube, meine längste Lifetime ist jetzt so bei 10 Sekunden. Ah, ich bin schon wieder A am Angreifen, ne? Also, und ja, dann kam die Helfer. Okay. Ey, das gibt's nicht.
Ist echt so gut. Ermark, wo ich langlaufe, tot. Ja, Ermark ist ja auch Waffe, ja. Was sagst du dazu immer so schön? Hörgame oder was? Soundgame, ja. Soundgame. Wir haben aber auch jedes Mal ein Team, was vor... Also sagen wir mal so. Um halt strotzt. Sagen wir mal so, wenn 100 EQ-Punkte Durchschnitt sind, sind die bei 2. Minus. Wenn überhaupt. Ist mir shit fucking egal, ob du auf mich schießen meinst zu müssen, Junge. Kann es eigentlich sein, dass ein Typ mit 4 Kills... Ach komm, fick dich einmal. Mit 4 Kills 10.000 Punkte hat, der nächste darunter auch nochmal 10.000, 12.000. Objective spielt ganz einfach. Und bei uns nicht mal einer mit irgendwie 8.000 oder so. Ja, weil er nicht Objective spielt. Weil unser Team nicht Objective spielt. Das ist das Problem. Ich kotze von diesem Game noch ganz laut aus, ey. Ich bin schon wieder von so einer fucking Style getötet. Ach. Ganz ehrlich, das Game ist schon gescheitert. Schon lange. Ja, weil kein Objective spielt. Ich meine, selbst ich hab nur 200.000 Punkte, weil ich halt immer auch versuche zu deffen und Objective zu spielen und das verdreht sich leider nicht ganz. Überall aufs Maul. Echt. Steht oben einer auf dem Dach, krieg ich aufs Maul. Keiner auf dem Dach, krieg ich aufs Maul. Steht irgendwo. Und, weißt du, du stehst 21-18, du stehst sogar positiv, aber du bist nur ja, meckern. So. Kommt trotzdem nirgendwo hin. Ja, aber Leute, das ist kille, trotzdem so. Das ist doch einfach nur. Da steht übrigens Journal auf dem. Wie blöd ist unser ganzes Team? Das ist nicht mehr normal. Juggernaut Action of D. Ah. Oh, geht das schon wieder los? Dass die kleinen gestörten Belger wieder sprechen. Oh Mann. Nein, Juggernaut, ich kann nicht gucken, was er hält. Ach, keine Ahnung. Irgendwie Durchfall oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Windel scheint voll zu sein. Irgendeiner sollte die mal wechseln. Aber wenn die Mutter so hart beim Drug Abusen ist, hat sie natürlich keine Zeit für sowas. Ich liebe deinen Sarkasmus. Ich bin sehr froh, dass ich nicht salty werde, wenn ich so... Nein, du bist doch nicht salty. Ich nie. Wann hast du mich schon mal salty erlebt? Jetzt gerade. Das war die Definition von salt. Das war nicht salt, das war höfliche Lebenszustände kommentieren. Ich kann ja nichts dafür, dass die Mutter für Geld mit Männern schläft. Nein, Quatsch, macht sie nicht. Damit verdient sie nichts. Okay, lass mir den Scheiß. Ja, schießt du einfach auf mich. Mach doch weiter. Ist okay. Ich verstehe das schon. Okay, Leute, jetzt habt ihr echt verkackt. Jetzt ist. Ach, oh, der hat doch nichts mehr AP. Jetzt habt ihr verkackt bei mir. Und dann kam nichts mehr. Dann war er schon. Wie keine Freunde mehr. So. Und ich werde auch nicht mehr mit euch spielen. So. Ich glaube, das ist den Jungs zu niedrig. Und ich stecke euch all mein Würstchen in den Hintern. Ich glaube, das ist denn. Ja, so sind die Leute. Das bringt was ist auch so, dass auf jedem Dach irgendeine Sacknase steht und einen irgendwo runterholt, ne? Findest du? Ja, gefühlt und rein objektiv ist das genauso bei mir momentan. Okay. Egal, wo ich hinrenne, da steht... Auf dem Dach steht immer einer und schießt mich weg.
mit der Minigun einen Headshot kriegen muss aber auch mies sein, ey. Oh ja. Das ist ja nur noch Schweizer Käse. Aber nett von dir, dass du meinen Juggernaut geblendet hast. So. Ihm wenigstens eins kaputt, oder? Nee, absolut nicht. Ich komme ja nicht mal mehr aus dem Spawn bei dir teilweise schon campen. Ich bin auch A drauf. Ja, das ist gut, schön. Ich habe auch einen Juggernaut mit 800 HP. Wenn du nur 100 hast, wirst du schon vor irgendeinem Fenster weggeholt. Ja, ich werde das Game erstmal deinstallieren, die Festplatte dafür verbrennen. Vielleicht tust du dich mal einfach meine Wohnung an. Der Spielscheiß ist jetzt. Das ist die Kausalkette dahinter. Boah, geht mir das auf den Sack. Ich hasse es mit diesen. Diese. Naja, liebe Leute.